Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Schock gekriegt. Hallo Kill Bill. Ja, hallo. Ich hab auch das jetzt mal, ja. Und hallo Marie. Hallo. Oh Gott. Joa. Voll im Action-Rausch, Junge. Ich will auch so schnell wie möglich jetzt zum nächsten Speicherpunkt kommen. Ja, sehr schön. Du bist jetzt heiß drauf. Ja. Guck mal, ich brauch meinen Super-Move. Ist alles gut. Was ist jetzt schon wieder? Nichts. Geht noch. Nee, auf die hab ich keine Lust. Ich will jetzt hier wirklich, ich will wirklich zu einer blöden Speicherstation. Ich will. Da. Endlich. Speicherstation. McDonald's in Sicht. Das ist Speicher Station. Da ist ein Mini-Gegner. Was ist jetzt los? Cassie, es heilt sich. Voll. 25 ist eben frei. Jetzt kriegt Bonnie. Da ist eine Höhle. Und dort geht's weiter. Und dort ist etwas wenden. Ey, ich wette mit dir, jetzt kommt irgendwas. Hoffentlich. So, den werden wir im nächsten Part sehen, ne? Gefangen! Wow. Wer bist du? Jetzt fehlt was! Ja. Guck mal, ich bin. Ey, boah, siehst du, das meine ich. Jetzt fehlt, dass der Typ spricht. Das sind voll die Fehler. Das sind voll die Fehler. Das muss das Special echt nochmal überprüfen, weil das passt überhaupt nirgends zusammen. Jetzt fehlt eindeutig der Typ. Jetzt denkt nur, der Pick redet weiter im Grunde. Jetzt. Wer macht den Typ? Ja, jetzt lies endlich vor, Kill Bill. Das bist eindeutig du, der hat doch genau deine Frisur. Ist das ein Kerl oder was? Oder ist das eine Frau? Was soll denn das sein? Hast du schon mal einen weiblichen Vampir gesehen in dem Spiel? Ja. Okay, es ist ein Kerl. Okay, ich lese ihn ja schon. Wie lese ich denn? Wollen wir ganz damit? Ich bin Yagan, gekommen, um der Prophezeiung des dunklen Prinzen zu folgen. Der klingt genauso wie jeder andere, den du vorliest. Nein, die anderen klingen normaler. Und um eure Leben zu retten, zu beenden. Rote Augen, du bist der, von dem der Sklavenhändler sprach. Gib Elliot zurück. Los, gib ihn zurück. Du musst seine Schwester sein. Ich kann dir Elliot nicht zurückgeben. Der dunkle Prinz braucht mir ihn. Puh. Hey, ich habe dich schon mal gesehen. Damals. Also in einem YouTube-Video. Ja, da habe ich ihn gesehen, in seinen Vergangenheiten. Mhm. Du gehörst zu Bigö. Wer ist dieser dunkle Prinz? Hehehe, ich würde es euch ja erzählen, aber ihr sterbt ohnehin. Der Vulkan bricht jeden Moment aus. Tschüss. Tschö mit Ö. Er bricht aus. Das sollte aber nicht... Ich habe einen Felsen auf den Kopf gekriegt. Lebt noch. Voll realistisch. Da ist die Schildkröte. Da ist der tolle Bewohner. Was? Will er uns retten? Natürlich. Tortoise. Die Punker-Schildkröte wird uns retten. Ich glaube, da ist Tortoise. Oh. Aus wirst du gleich sehen. Geil, ne? Wow. Kannst du den steuern? Kann ich den steuern? Nee. Also nachher, ja. Also jetzt noch nicht, aber beim nächsten Mal. Du kriegst später eine Flöte für den und dann kannst du das. Okay. Dann kannst du übelst abgehen, so wie der jetzt kommt. Ich glaube jetzt nach der nächsten Mission kriegt man die Flöte. Schwimm um dein Leben. Geiles Teil, ne? Vor allem mit der Flagge oben drauf, finde ich voll cool. Der ist doch relativ schnell, finde ich. Der ist schneller als jedes Schiff, Mann. Er hat ja auch dickere Füße. Turboantrieb. Getunte Schildkröte. Genau. Ach, der kann jetzt nur an diesem Strand immer anlegen, sozusagen. Ja, der kann immer nur an den Strand anlegen. Danke, wir sind gerettet. Nein, nein. Okay, warum rettet der uns jetzt? Was hat der für einen Grund?
Ich würde eigentlich schreiben, danke, dass du uns gerettet hast oder irgend sowas. Hm. Aber naja. Nun können wir zurück nach Forsena. Los gehen wir. Das klingt so, danke, wir sind gerettet. Oh, toll. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Das muss eher klingen wie, danke, dass du uns gerettet hast. Oh, die Kunden. Danke. Ah, das ist die Goldene Straße. Warte mal, da können wir schnell speichern gehen. Goldene Straße. Die Goldene Straße. Goldene. Was ist denn der Hund? Wir können unsere Samen einpflanzen. Ein König so spät in der Nacht, du wirst Schlaf brauchen, Mann. Wollen wir schlafen, ja, wa? Klar. Ja, logisch. Safety. Aber sag mal, wo war denn der Hund? Welcher Hund? Du weißt doch. der Backhund war das doch. So, ja, das war eine Katze. Okay, die Backkatze. War die nicht hier? Nein. Die war nicht hier. Die war beim Schwarzmarkt. Wo war denn der Schwarzmarkt? Das ist die gute Frage. Die war hier, der Schwarzmarkt. So. Cool, wollen wir mal das Ding ein? Nein, die sind im Lager. Was macht denn der da? Das ist auch gut. Hast du weggelagert? Hä? Hä? Wo sind die Samen? Ach, ich weiß, wo die ist. Die ist verpackt worden. Ach ja. Was? Ja. Wir haben doch zwischendurch einen kleinen Schnitt. Ja, einen Cut gehabt. Und da ist der Samen verloren gegangen. Nein, nicht der Samen. Ich dachte, wir hätten zwei. Sind beide verloren gegangen zwischendrin. Nee, zwei hatten wir nicht. Zwei hatten wir auf keinen Fall. Doch, wir hatten früher noch vor längerer Zeit. Oh ja, kauft ihr das? Ja, lass uns das Zeug kaufen und versuchen mal mit niedrigerer Rüstung zu kämpfen. Aber voll der Unterschied, ne, eigentlich. Krass. Weg hier. Aber wo war denn der Schwarzmarkt? Woanders halt. So, ich habe aber keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Ach nee, scheiße, verdammt. Hier. Ich bin jetzt hier storytechnisch irgendwo angekommen. Forsena. Ja, wir reden mal hier mit dem Typen, vielleicht hat er eine Ahnung. Oder der schießt uns vielleicht dahin. Ja, kümmern wir mal zu der Kanone einfach. Wind okay, Richtung okay, Ziel Forsena, bereit zum Start. Jo. Ja, mal Forsena, mal gucken, was da geht. Man muss auch nichts dafür bezahlen, ja? Das ist voll geil, ne? Ja, das ist kostenlos. Das ist voll der Checker, ey. Man landet. Ist auch, das ist voll der Checker irgendwie. Yeah. Ich glaube, hier sind wir sogar richtig. Ich weiß nur nicht, was wir da machen müssen. Ich weiß also hier ist auf jeden Fall der Schwarzmarkt und da will ich jetzt auch hingucken. Okay. Land der Steppen. Steppe. Nee, ob es nicht der Schwarzmarkt, nein. Mm-mm. Ach so, ja, stimmt, das hier ist ja direkt das Schloss. Ich glaube, da müssen wir nachher mal zum König, aber jetzt noch nicht. Jetzt lassen wir uns erstmal gucken hier, weißt schon. Sicher, dass hier der Schwarzmarkt war? Du hast gesagt, er ist hier. Du hast gesagt, Forsena. Nein. Ich habe gesagt. Mary hat gesagt, wir müssen nach Forsena und da habe ich gesagt, ja. Ich habe nicht gesagt, dass und dann hast du gesagt, da ist der Schwarzmarkt. Egal. Ich bin jetzt sowieso alleine. Wir gehen jetzt erstmal was laufen, das ist allein. Entweder gehen wir zum Duran, sein Haus, oder auch wir gehen zum König. Tja, mir ist egal. Ja. Hoch. Verbessern. Ja, das ist immer falsch. Nee, da ist ein Stevo, ein Haus drunter. Sogar dort. Ja, na gut. Guck mal, ob da was geht und dann gehen wir zum König, ansonsten sind wir hier falsch. Ja, die sind ja garantiert okay. Falsch. Nein, aber wir mussten noch. Dieses Zimmer gehört mein Bruder. Boah, den haben wir doch schon gesprochen mit der Kleinen. Wir wollen ja nicht jeden dreimal anlabern, wie wir es am Anfang gemacht haben. Naja gut, aber dann gehen wir zum König und wenn er nichts sagt, dann war's das. Weil hier gibt's jetzt nichts weiter. Ja, eben. Wir mussten aber nach Forsena. Ja, die haben gesagt, jetzt können wir nach Forsena. Keine Ahnung warum. Ja, weil wir da hin müssen. Ja, weil wir müssen. Wir verpeilen immer noch unseren Aufzug. Ich glaube, also wenn wir hierher müssen, dann müssen wir mit dem König reden. Ja, was wollen wir sonst hier, ja? Weil es unser Auftraggeber ist. Ach ja, da hat bestimmt gesagt, kommt zurück, wenn ihr die Schildkröte gesehen habt. Ich rede es nicht, aber wir haben ja neue Neuigkeiten. Wir haben noch so, ihr König, wir sind da. Ihr seid zurück.
Und bei euch sind die Mana-Geister des Lichtes, der Erde, des Windes und der Dunkelheit. Euch fehlen noch 4 weitere. Ich zähle auf euch. Nu? Ich zähle auf euch. Ah, jetzt kriegen wir einen Tipp, dass wir da hoch müssen. Guck mal da an Nordpol. Ja, da kommen wir nur mit der Schildkröte. Der Mana-Stein des Wassers ist in Altena, in einer Höhle südlich der Eisfelder. Ihr werdet Frosthahn dort finden, das ist ein Zufall. Aber seid vorsichtig, die Energie des Steins wurde bereits freigesetzt, deswegen dampft der Kristall megamäßig krass, Alter. Genau, deswegen sind auch viele Gegner. Ist echt interessant, wie hier die Leute, wie hier andere Leute auf den Server raufkommen. Dann aber gleich wieder rausgehen, ein paar Sekunden später, wenn sie mitkriegen, das sind andere Leute, bla, keine Ahnung, was sie da machen. Voll blöd. Also hier ist auch hier für die Timeout. Also die können wir auf jeden Fall mit der Schildkröte aller reisen. Südlich der Wüste, der erdrückenden. Der erdrückenden Hitze. Das klingt irgendwie komisch. Ja, das liest sich in dem Moment ein bisschen komisch für mich, ja. Südlich der Wüste, der erdrückenden Hitze. Liegt das Tal der Flammen. Vor allem fehlen ja etlich viele Kommas. Ja. Und erdrückend klingt jetzt auch nicht irgendwie unbedingt textflüssig. Ja, vor allem die erdrückende. Ja. Drückend. Eigentlich heißt es ja die drückende Hitze. Dort werdet ihr den Mana-Stein des Feuers und seinen Patron Vesuvio finden. Gibt's beim Italiener Vesuvio Pizza? Pizza Vesuvio. Yeah, die ist gut. Hat was damit zu tun, ja? Ja, ich kenne nur Pizza Diavolo. Hab ich vor kurzem gegessen sogar. Tja, aber wieso? Du hast ihn gegessen. Ja, ich hab ihn gegessen. Wir werden das muss man hin als nächstes. Ja, kann ich auch mal schätzen. Südöstlich von hier findet ihr den Mondscheinwald und den Mana-Stein des Mondes. Die Beastmänner in dieser Gegend sind ziemlich stark, also seid gewarnt. Ich glaube, da muss man als nächstes hin. Macht des Mondes. Macht aus! Macht der Mondesel! Macht aus! Vielleicht treffen wir Sailor Moon dort. Amy müssten wir dann auch irgendwo finden. Die ist ja da immer irgendwo in der Schweiz, wo man Yen bezahlt. Der Mana-Stein des Waldes ist im Wald der Wunder. Wunderwald. Aber das Land ist unwegsam. Südlich davon ist der leuchtende Blumenwald und das Elfendorf Dior. Dior! Der Feenkönig lebt in Dior. Er weiß mehr über den Mana-Stein. So, du musst dir mal fragen, Alter. Mehr? Da können wir auch hingehen, ne? Keine Ahnung. Die riesige Schildkröte, die euch aus Bukka getragen hat, heißt Boskabo. Boah, weiß der König, hat er übelst das Fernrohr und hat dann gesehen, aber guck mal, da kommt Boskabo. Da ist gleich der Buskabu. Buskabu. Normalerweise ignoriert er die Menschen, aber vielleicht wusste er von euch und der Fee. Ich habe eine Flöte, die man einst nutzte, um einen Vogel zu rufen, aber jetzt funktioniert sie auch für Schildkröten. Erinnert mich so ein bisschen an Zelda, deswegen. Um ihn zu rufen. Aber sie wurde lange nicht verwendet. Staubt die vorher nochmal kräftig ab. Wenn ihr sie an einem Strand verwendet, sollte Boskabo kommen. Nehmt sie an euch. Geil, jetzt kommen wir weiter. Und damit kann man jetzt die Schildkröte rufen und können quasi ab. Führerflöte erhalten. Oh, ja, warte mal. Ich behalte sie hier, bis du Platz dafür hast. Das ist total. Klappt, ey. Brauchen wir. Aber jetzt voll abspeed, ey. Brauchen wir den Schrumpf haben wir nochmal? Nee, ne? Mach den Wurfpfeil weg, der ist doof. Ey, wir müssen die auch mal verwenden an irgendeinem Boss oder so. Schrumpfhammer würde ich behalten. Nee, der nützt ja nichts, außer dass er uns groß macht und klein macht. Ja, aber vielleicht brauchen wir das. Pia! Und damit können wir schon diesen Part abschließen. Und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Werden wir sehen, wie wir dann quasi die Schildkröte rufen werden und uns einen Mana-Stein aussuchen werden, den wir kaputt machen, aufhalten werden. Genau, also macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.